Schnäuzelchens! Schaut mal, ich bin jetzt gerade auf die Autobahn gefahren. Es ist 8.03 Uhr und ich müsste so gegen 14 Uhr etwa in Berlin ankommen. Ich hoffe, Berlin empfängt mich mit schönerem Wetter, als Stuttgart mich jetzt momentan entlässt. Naja, schauen wir mal. Drück mir die Daumen, dass ich nicht in den Stau komme. Ich melde mich später nochmal. Tschüss! Schnäuzelchens, guckt euch das mal bitte an hier. Ich habe jetzt gut ein Drittel der Strecke, aber das Wetter meint es nicht wirklich gnädig mit mir heute. Es schüttet wie aus Kübeln, man sieht fast nichts. Aber gut, ich habe noch gut 400 Kilometer, ich hoffe, es wird besser. Bis später! Schnäuzelchens. So, inzwischen bin ich im Hotel angekommen. Ich zeige euch mal das Zimmer, guck mal. Hier mit Fischi Fischi. Cool, oder? Wie? So, hat ganz gut geklappt alles. Ich werde mich jetzt dann frisch machen und dann müssen wir nachher mal gucken, dass wir ins Theater kommen. Ich melde mich später nochmal. Bis dann. Tschüssi. Das Wetter ist eher suboptimal, wie man sieht. Ich habe euch gestern ein bisschen hängen lassen. Es tut mir leid. Ich war ein bisschen, naja, sagen wir mal, abgelenkt. Aber damit ihr auch noch mal ein bisschen was von Berlin seht und mir auch glaubt, dass ich überhaupt hier bin, zeige ich euch jetzt mal was, das es wirklich nur hier gibt. Schaut mal. Na, kennt ihr das? Geil, oder? Ich bin wirklich da. Also ihr könnt es mir glauben. Ich stehe jetzt hier vorm Reichstag auf der Wiese und werde jetzt gleich mal schauen, wie ich von hier zum Tipi finde. Ich glaube, es geht irgendwo in die Richtung oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es rausfinden und in der Hoffnung, mir dann noch Kabarett angucken zu können. Okay, ich melde mich später nochmal bei euch. Bis dann! Mission erfolgreich. Gefunden hätte ich das Tippi und eine Karte habe ich inzwischen auch. Da bin ich mal gespannt. Das Gequatsche, was ihr hört, ist nicht vom Tippi, das von nebenan. Das haben wir nachher wohl auch. Aber egal, ich bin gespannt. Ich erzähle euch nachher, wie es war. Bis dann! Hey Schnäuzelchens! Den Anblick von mir erspare ich euch heute mal lieber. Bis jetzt noch. Es ist noch sehr früh und ich bin wahnsinnig müde. Ich war etwas spät zu Hause gestern, aber schön war es. Ich zeige euch mal meinen Blick aus unserem Hotelfenster. Schaut mal, da ist die Straße. Ja. Das gegenüber ist übrigens das Theater des Westens, was ihr da seht. Ne? Wir haben hier quasi den vollen SD-Blick. Die SD ist nämlich da drüben. Da. Sieht man jetzt nicht so gut, aber da hinten ist sie. Also perfekter Blick, da wartet auch schon jemand. Wahrscheinlich will die irgendjemanden abfangen, wenn die jetzt dann nachher alle kommen. Na, ein bisschen früh dran, aber gut. Jo. Ja. Wir gehen nachher jetzt nochmal ins Theater des Westens. Und, also quasi darüber. Und gucken uns Udo als Graf von Krolok an. Und dann müssen wir leider auch schon nach Hause. Nach drei wundervollen Tagen Berlin. Aber, ganz ist noch nicht rum. Und ich melde mich dann später nochmal. Bis dann! Hey Schnäuzelchens. Es ist jetzt 2:30 Uhr nachts. Ich bin jetzt gerade zu Hause in meinem Bett angekommen. 6:30 Uhr sind wir in Berlin losgefahren. Jetzt könnte ich auch nicht lange unterwegs waren. 4 Staus. Aber sonst alles bestens. Sonst war die Fahrt okay. Eine Pause haben wir gemacht. Ich bin fix und fertig jetzt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein wunderschönes Wochenende. Drei wundervolle Shows. Sonst der Vampire zweimal. Heute Mittag Udo als Graf umwerfend. Wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz große Klasse. Gestern Kabarett. Total super. Sophie hat alle vom Hocker gehauen. Und auch der Rest von der Cast. Wirklich klasse. Meine Katze meckert im Hintergrund, einfach ignorieren. Ja, es war richtig, richtig geil. Danke an alle, die dabei waren, die das Wochenende zu dem gemacht haben, was es war. Und jetzt gehe ich ins Bett. Schlaft schön, ihr Lieben. Ciao, ciao.